Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wiggles. Wir befinden uns hier, dabei auszugraben, was so zu graben ist. Und ich denke, wir werden demnächst einfach mal ohne Forschung weitermachen. Ich habe nämlich den Tipp bekommen, ja, hör mal, du forschst die ganze Zeit weiter, du hast Kristallmangel. Natürlich hast du Kristallmangel, weil in natürlichen Höhlen, da gibt es viel mehr Kristalle. Nur dafür müsste man weitermachen. Warum kann der immer noch keine Raupensuppe herstellen? Das verstehe ich nicht. Ist das wirklich das Kochen? Aber warum kann der dann Pilzbrot machen? Naja. Gut, erstmal weiter, weiter, weiter ins Verderben. Wie sieht es denn hier grabetechnisch aus? Hochofen zugewiesen. Du gräbst mal nicht mehr. Wen haben wir denn frei? Tassilo. Wo ist Tassilo? Tassilo hat Ernährung ziemlich niedrig. Wüsste ziemlich jeder hier. Gab's hier nicht. Ist schon leer. Wo ist denn Tassilo? Oder Emmy. Emmy. Zugewiesen zu Bar, macht Barbetrieb. Haben wir irgendwie. Jörn. Jörn. Ist auch fast voll. Aber der hat fast nichts gemacht. Der kommt jetzt her. Wen haben wir hier? Florentin. La Florentin. Ja, die kann weitergraben. Das ist eine gute Idee. Unsere Queen des Steins. Fabiola ist fast tot. Nein! Das war unsere Metallefrau. Mit 180. Es ist keine 200er. Lassen wir sie sterben. Wer bist du? Tassilo? Ja, ist okay, du darfst graben. So, wir machen uns hier einen Forschungsgang runter. So frei sind wir. Nein. Fabiola ist durch Altersschwäche gestorben. Wenigstens sehr mittig. Wenigstens sehr mittig. Gold, Metalle 30 hätten wir gebraucht. Tja. Je nun. Traurig. Wuhu. Wie sieht's mit dem Essen aus? Ja, komm, die streiken alle. Godesk ist fast tot. Oh Mann. Die Groteske ist fast tot. Wie sieht's denn hier aus? Ihre Zwerge werden angegriffen. Was? Was ist das? Brut. Was zur Hölle ist Brut? Ja. Haben wir irgendwen, der eine Waffe halten kann? Alter, wie lange das noch lädt da oben? Zwerge. Ich schlage vor, wir machen auf alle Fälle sicherheitshalber mal. Ja, Godesk ist durch Altersschwäche gestorben. Eine Plattmachfalle. Na? Ja, wie das immer noch lädt einfach.
Na, da habe ich mir was. Was ist das? Da habe ich mir was rausgesucht. Ernährung 26. Wie sieht's denn aus? Ist an der Feuerstelle irgendwer? Da ist was. Warum wird hier nichts? Doch, da wird was gemacht. Ja. Florentin. Ist da noch was zu essen über? Ja. Warum auch immer Florentin kein Reithamster und wo wir gerade dabei sind, dann nimm in der Arbeitszeit gefälligst den Reithamster auf. So, es lädt immer noch. Ah, jetzt ist es zu Ende. Wahnsinn, das muss eine Riesenhöhle sein. Und ich habe natürlich hier richtig schön, naja. Ich denke, eine normale Leiter haben wir doch noch, oder? Wir müssen noch eine normale Leiter. Was ist das hier? Dampfhammer. Haben wir eine normale Leiter noch irgendwo drin? Nein. Dann bauen wir eben eine. Da braucht man nämlich keine Metallleiter für, die ist ja nur größer. Der liebe Tassilo. Ja gut, der hat gleich Arbeit Ende. Kristallschmiede. Kristallaufzug. Stein-Medusa-Falle, Kampfkunst. Kristallstrahl. Das sieht wie eine Waffe aus. Ich mach das einfach mal. Ein Ding können wir uns leisten in der Richtung. Aber den Reaktor können wir noch nicht bauen. Ja, was als nächstes? Wie sieht's denn nahrungstechnisch aus? Ich habe hier immer. Hier liegt was, okay. Du gehst jetzt hoch und isst was. Na, die hat zumindest Waffen dabei. Baut denn irgendwer die Steinfalle auf? Babette. Tja, Babette, dann würde ich sagen, du isst mal was. Was machst du? Transportiert Eisenerz. Okay. Gibt es irgendwen, der sich verpflichtet fühlt, mal für den Schutz zu sorgen? Die Höhle ist fast fertig. Fällt mir da gerade auf. Ey, das ist ja geil. Nun, liebster Tassilo, hierher. Mein Gott, sind die alle unzufrieden. Hier werden vielleicht Pilze angebracht. Ja, warum wird da nichts gemacht? Und es baut immer noch keiner die Plattmachfalle auf, ha? Nein. Natürlich nicht. Was machst du? Ach so, lagert die Kohle ein. Was machst du? Ach so. Hat so ein Transportding, aber keinen Reithamster. Wo haben wir den Reithamster gemacht? War das hier? Nein. Wo hatten wir den Reithamster? Hier war das, ne? Auch nicht. Wo haben wir Reithamster gemacht? Hier. Machen wir mal drei Reithamster nach. Das Krankenhaus. Habe ich das Krankenhaus schon gebaut? Das ist immer so das Problem bei so langen Spielen, wo man nichts aufbauen kann.
Ich glaube, wir haben es nicht gebaut, weil ich das Labor erst bauen will. Sobald die Plattmachfalle steht, ist die Leiter. Oh, die Leiter ist fast fertig. Nun die Leiter. Hier hin und nicht weiter. Leider gibt es keinen Zeitvorlauf. Oh. Zwei Kristalle? Moment. Komm mal hier hin und dann leg mal die Kristalle ab, bitte. Und jetzt möchte ich schauen, sind genug dafür für ein Labor? Nein, hier. Nein. Es sind auf alle Fälle mehr als vier. Bau und Transport und Alchemie. Alchemie, Alchemie, Alchemie. Jeder braucht Alchemie. Vier Kristalle. Luxusküche. Was machst du? Rohe Mineralien einlagern, ja. So baut irgendwer die Leiter auf. Mach Theatervorstellungen, ist okay. Na, 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 was machst du? Ja, der baut die Leiter auf. Das ist ganz praktisch. Das ist einer von denen, die etwas mehr Spielraum haben. Weiß nicht, ist das hier Kristall? So, lala, dann wird der jetzt runterkraxeln, wird wahrscheinlich die Brut sehen. Vielleicht kann die gar nicht hochklettern, das wäre auch praktisch. Oh Mann. Warum habe ich so ein dummes Gefühl bei der Sache? Aber dann ist der Stemm. Spinne. Ja. Wollte gerade sagen, willst du die Leiter nicht aufbauen? Kohlebrocken. Ist die Brut hoffentlich nicht so schnell, ha? Die Brut interessiert sich gar nicht dafür. Aber das ist gut. Kohlebrocken, aber keine Kristalle. Erstmal ein bisschen erforschen hier. Stein, eine Spinne. Ich mag Spinnen ja schon so nicht, aber jetzt gibt es sie ja noch hier als Gegner. Oh, eine Schatztonne. Oh, noch eine Schatztonne. Moment, dafür hat er so lange geladen? Das glaube ich ja nicht. Eisenerz. Naja, okay. Kristall wäre mir lieber gewesen, wobei es ist verdammt viel Eisenerz. Es ist wirklich viel Eisenerz. Kleiner Heiltrank. Ja, nein. Den können wir erstmal liegen lassen. Sechs Eisenerz, meine Güte. Und Kohlebrocken. Weißt du was, solange die Brut sich nicht kümmert, kümmert mich das auch nicht und dann baue ich den Kohlebrocken hier ab.